Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enshrouded. Jetzt wollen wir weiterschauen natürlich, was sagt unser Hunger? Er meint aber schon, dass wir was essen sollen. Oder auch nicht. Was haben wir da? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu den anderen. Beziehungsweise eine Truhe oder so haben wir noch keine. Hä? Oh ja, irgendwo heirat wieder einer. Man hört es lautstark. Was ist das denn? Ah, das sind Dächer. Muss ich da echt so ein Fundament nehmen? Das sieht so aus, als würde es sich nicht ausgehen. Aber ja, es ist sich ausgegangen. Denn ich möchte das ja sehen. Shit. Shit. Das ist ja vielleicht. Aber da haben wir es. Sonst machen wir uns da noch einen Eingang rein. So, jetzt muss ich mir mal kurz orientieren. Wo müssen wir hin? Wir müssen runter und rüber. So, oder da sollten wir auf den Weg bleiben. Denn das macht nicht so viel Schaden. Ich weiß nicht, wo wir das brauchen. Ich nehme es mal mit, damit wir es haben. Danke. Ja, da haben wir Zelt. Das geht auf die Nerven. Benutzt das. Nimm das und trage es. Jawohl. Okay, das wäre dann eh schon eng geworden. Alter Schwede.
Dort ist ja noch eines. Und ich kann nichts ablegen. Rucksack voll, tolle Wurst. Okay, Kisten ist keine da. Dann lassen wir das. Also eine Truhe wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht, wenn man die Sachen rausschmeißt, kann man das überhaupt rausschmeißen und bleibt es dann liegen? Gut umsehen. Ich glaube, ich habe da etwas Stress. Da muss ich zu einer... Boah, das war jetzt knapp. Zu einer gewissen Zeit... Okay, ich bin schon draußen. Linke Maustaste gedrückt und fertig. So, den Rest lasse ich aber da. Das lasse ich auch da. Das Lesen. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares Nein, lass mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden, meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, das ist auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt nochmal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass die Mine, die uns so nahe ist, solche Reichtümer an Erz liefert. Aber eines ist sicher, ich werde diese Brücke nach meiner lieben verstorbenen Tante 5. Grades Drillin nennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern dieselbe raue Natur gezeichnet. Kade Haudio. Könnt ihr ja selber lesen. Okay, hat es gar nichts gebracht. Was soll das? Ah, das ist zum Kämpfen? Das sind die Dietriche. Dann lass mal die Bomben und von mir aus den Stapel. Und weiter geht es. Darauf müssen wir. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? 3 Stück, das ist zu wenig. Okay, das sollte reichen. Wo ist er denn? Büsche können dich verbergen, ja, ich weiß. Ja, also das mit dem Bogen, das geht ja.
Nicht schlecht. Also mit den Bienen, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Komm, geh weg. Mach dich weg. Komm, Junge, du kannst da jetzt nicht da schlapp machen. Da geht's ja ab. Alter, warum? Also das mit den Bienen oder was auch immer das ist, das war vorhin nicht. Und da war ich auch nicht. Puh, okay, probieren wir es nochmal. Bienenfreihofe halt. So, nur so eine Lusche da. Okay, das kann man dann zerschlagen. Da ist nichts. Da ist was. Ein Rambock. Und noch ein Buch. Heureka bei den Erbauern. Ich habe es geschafft. Was Equilibrium, das Subjekt verwendet, also verwest nicht. Unberührt von unerbittlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Diese Seelenkesseln werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Balthasar. Endlich ein Bomben. Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz, dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni, hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Naja, gut, wer kann das schon, gell? Ich werde dafür sorgen, dass das Seelenkessel hält, als ob mein Leben davon abhinge, und das tut es wohl auch. Balthasar. Danke. So, das sind die Kesseln, aus dieser Major rausgekommen. Unsere Geburtskesseln.
bitte gebt euch diese Grafik von diesem Spiel. Schnitt- und Stichschaden macht das gute Teil, macht auch nur 11 Schaden. Der hat jetzt Wucht, aber probieren wir es halt aus. Ich möchte ja gerne wissen, gibt es Unterschiede bei den Waffen oder ändern sie sich nur in der Eigenschaft? Überlebender, wacht auf! Okay, wir haben Rezept freigeschaltet und die Kohle im Brennofen. Ja, gut. Da haben wir wieder mehr Kleinigkeit, endlich zum Lesen. Wage dich hinaus. Es ist vollbracht, der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Heute habe ich Sprachfehler, es tut mir leid. So. Dieses Mal habe ich einen Dietrich mit, sogar zwei. Ach du liebes Ei. Echt jetzt? Ich kann es nicht nehmen? Tatsache, was ist denn das? Ein Elixier. Haut er das Elixier rein, dann klappt's auch mit dem Nachbarn, ne? Kann ich nicht? Durst hat er, okay, besser als gar nichts. Wir haben daheim so viel Honig. Okay, der Buff läuft schon. Stapeln kann man ihn nicht. So, was macht denn diese Axt Schönes? 16. Alter Schwede. Wenn du dich ausruhen musst, kannst du deine Karte mit M öffnen, um mit Hilfe der Schnellreise nach Hause zurückzukehren. Rufe die Karte auf und wähle dein Zuhause aus. Naja, mach mal das eben nicht. Seht ihr, was da alles ist? Warum soll ich jetzt da runterreisen? Weil wir dann wieder rüber müssen? Ich möchte noch... Na, dann reisen wir. Das gehört vielleicht sogar zur Quest. Genau, und dann erscheinen wir hier. Was gibt es Schönes? Nichts. Miasma, Steine, Sterne, was auch immer. Müssen wir gucken.
Okay, da habe ich nichts. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ja, den Wolf mitzunehmen. Der hat Rippchen gehabt. Tolle Wurst. Bekommt man jetzt schon eine Kiste oder? Schauraum. Das ist der. Der Schauraum ist das. Okay, der macht nichts. Wo ist er denn? Da ist er. Gibt es vorne, hinten? Sehr gut. Ma, ist das gut, endlich eine Truhe zu haben? Also Shift Linksklick wie gehabt. An Dietrich haben wir noch. Okay, ich mache das jetzt alles da rein. Okay, wir sind voll. Wir brauchen nur mehr Holz, damit wir okay, der macht nur 10 Schaden. Und der auch und ist viel schneller. Du machst einen, Mario? So, komm, eine Truhe. Schauraum. Garn und Äste brauchen wir. Okay, da. Handwerk, Garn. Okay. Da blendet die Sonne. Ah, ist die schön. Also echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Also irgendwas habe ich wieder angelockt. Ja, Wolf hat sie erledigt. Dafür nehmen wir jetzt gleich das Fleisch mit. Oder weg. Yes. Habe ich mich jetzt da verhört? Sieht so aus. So, waren wir da schon mal? Die Glutwacht. Oh, eingesammelt. Ah,
Handwerk, Garn, komm, stell her. Lagerfeuer, Schilde, Keule, Zauberstab, Magierstab. Eine ausrüstbare Fernkampfwaffe. Beschwörungsstab, den muss ich machen, okay. Lagerfeuer, Holz, Felleraxt, wo ist denn jetzt bitte? Es wird ja schon wieder auf die Nacht. Ein erholsamer Schlaf. Endlich eine Pause von der mühseligen Arbeit. Meine Knochenschmerzen aber mit der Wärme ist eines Feuers, einem Unterschlupf und etwas Schlaf sollte ich mich gut ausruhen können. Das Essen wird knapp. Ich habe gehört, dass die eine Expedition planen. Ah, und ich glaube, dass wir das schon gelesen haben. Oh, und ja, es ist finster. Es ist dunkel. Okay, gehen wir. Gehen wir nach Hause, sobald wir es finden. Okay, scheinbar gehe ich. Ja, da vorne ist sie. Ups. Da ist in den Keller gefallen. Schon dort hätten wir eine schöne Beleuchtung. Da hätten wir uns auch hinbauen können. Aber wer weiß, wie groß wir noch wären. Wie gesagt, das ist ein Spiel. Das spielt man nicht nur kurz. Yes, die kann man stapeln. Also da haben wir die Runen drinnen. Genau, kann man gerne mal alles raushauen, beziehungsweise das kann drin bleiben und das auch.
was haben wir denn da jetzt alles? Das ist Fleisch, das kann da rein. Und den kann man da rein tun. Ich hab keinen Verbündeten, den was ich jetzt heilen kann. Den habe ich nicht. Wir können aber schlafen, oder? Obwohl schon. Moment, das ist 13 Uhr. 13:49. Ah, in 13 Stunden. Beschwöre den Überlebenden, das haben wir ja gemacht. Ach du liebes, Okay, der ist doch mit dem Stab abzuholen. Dann würde ich sagen, ab nochmal da hoch. Ja, wir sind soweit leer, das passt. Moment einmal, da runter. Seht ihr oben, mittlere Balken, da ist der Timer, das ist unsere Zeit, wo wir uns in dem Sud aufhalten können. War das ein Schild? Schönes Schwert und was kann ich machen? Nichts. Kleine Truhe bei der Werkbank. Okay, was haben wir denn da bis jetzt gehabt? Dann sogar mal. Die Lagerkiste, die haben wir ja gerade gemacht, ne? So, weg da. So sollten wir auch ein paar haben. Na, nix. So, hoch, 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 hoch.
das ist die andere Seite der Brücke. Sollten wir da schon rein? Ah, ich hab kein Muni nicht. Okay, dann lassen wir das. Gehen wir rauf. Lassen wir uns nicht ablenken. Und den soll ich jetzt nach Hause geleiten. Na, hoffentlich ist er noch da. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Es ist Ihr Ernst. Wow, was ich da schon gestorben bin in dem Spiel, hey. Da schnauft er. So, den Hoshi lassen wir dieses Mal und dieses Mal klöppeln wir keinen Sprengstoff weg. Das ist ja fast peinlich. Und ich denke, da müssen wir rein dann. So, wir sind wieder da. Beschwöre den Überlebenden. Ja, mach mal. Der Überlebende ist aber nicht mehr da. Was Baugebiet benötigt? Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Ja, wie geht es dann da jetzt weiter? Hätte ich das vorhin machen müssen, aber da muss ich ja noch eine Gelegenheit bekommen, dass ich das nachholen kann, oder? Na egal.
Alle Wurst habe ich jetzt eh klar. Nee, oder? Au. Okay, das geht mit dem Zauberstab. Okay. Ah, danke. Ach du Liebes, ey, wer bist du denn, der ist sauer? Naja, das wäre ich auch, wenn ich ehrlich bin. So, wo haben wir denn den schönen Bogen? Ausnutzen? Nee, jetzt weg. Das war jetzt mal ein enges Höschen. Gute Nacht. Siebenkraft. Das ist jetzt wieder neue. Ja. Das müssen wir machen. Das können wir benutzen. Also ich würde sagen, wir sind schon sehr, sehr gut unterwegs. Und da geht es hoch, oder wie? Ah, okay, da hätten wir eigentlich von der anderen Seite rein sollen, ne? Stell dir vor, du entdeckst versunkene Steinsäulen am Horizont, die von Erdhügeln verdeckt werden. Sie strecken sich in den Himmel wie die steinkalten Fingerknochen eines Titanen. Das Zeichen eines verborgenen Grabes. Die Treppe im Inneren führt in die Dunkelheit. Mit der Fackel in der Hand gleitest du hinunter in die Ungewissheit, in das Grauen. Doch deine Suche treibt dich tiefer. Ein morbider Schatz, der im Staub verrottet, ruft nach dir. Sind das Familienjuwelen, Erbstücke von fernen Ufern? Was auch immer es ist, mein Freund. Es wird das Fundament unseres Reiches sein. Der Grundstein für eine Festung, die aus vergossenem Blut errichtet wird. Klingt gut? Ich kenne die ungefähre Lage. Wenn du die Suche übernimmst, Gerrit, teile ich den Schatz mit dir. Na ja, dann her damit.
Okay, da ist nichts. Was ist das? Jawohl, er ist umgefallen. Und da können wir pennen. Ah, das haben sie super gemacht. Schaut sich das an. So, kann ich mir da was basteln? Okay, man muss verkehrt wieder runter. Dann klappt das. Einfach zurückgehen. Also das funktioniert ja wirklich toll. Das funktioniert auf Anhieb. Ah, den muss ich ja finden. Okay. Naja, dann lass uns den finden. So, jetzt haben wir wieder ein paar Pfeile. Weil das mit dem Bogen, das geht nicht schlecht. Das geht ganz gut, möchte ich nur sagen. Ach du liebes, ey. So, ein paar Screenshots gemacht. Oh, da hätten wir ja zum Essen, hey. Das Unglück schlägt ein wie ein Blitz. Die Blitze setzen den Himmel in Flammen. Das ist meine einzige Lichtquelle. Seit das Feuer durch diesen gnadenlosen Regenguss gelöscht wurde. Natürlich hatte ich die Wolken aufziehen sehen, bevor ich mich auf den Weg machte, um das versteckte Grab zu suchen. Ich hatte die Bedrohung in der Brise gespürt. Trotz Warnzeichen drängte er mich weiterzugehen. Du kannst den Sturm abwarten, aber das Wasser könnte unseren Schatz im Schlamm ersticken. Kannst du es ertragen, wenn unser Reich weggespült wird? Gerrit? Oh, dieser silberzüngige Teufel. Das gab ihm ganz in der Nähe, also Blödsinn, das Grab ist ganz in der Nähe, aber Wind und Regen hindern mich daran, weiterzugehen. Die knarrenden Bäume bieten mir kaum Schutz, also werde ich sicher durchnässt sein. Der Text wurde gekürzt. Also ich schätze mal noch höher gehen. Moment, lass uns auf die Karte schauen. Ja, egal, gehen wir mal da hoch. Wir werden dann gleich sehen, ob wir da richtig sind, aber ich denke schon. Weil da geht es rein. Ja, shit. Achso, der dreht sich gar nicht. Also zwei Handaxt. Okay, da kann man nichts machen.
Es hört sich schon mystisch an. Oh, 50 Minuten haben wir schon wieder. Das geht ja wirklich schnell. Okay, da ist eine Vase. Die wartende Erbauer. Strahlende Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament und verweigern das Unwürdigen den Zutritt. Die Rasse der Erbauer betritt sie, aber ich habe noch keinen wieder herauskommen sehen. Ich habe zwei Theorien. Die Warten der Erbauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Zweite Variante. Die Warten der Erbauer dienen als eine Art Grabstätte, ähnlich dem Schrein der Flamme. Die Erbauer speichern all das Wissen des Landes in einer Flamme, also in der Flamme hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Okay. Fettleder gegeben. Na, Tierfell ist es. Aber echt schick gemacht. Okay, ich schätze mal, der hat da jetzt abgespeichert. Alter Schwede, das blendet. Da, was mache ich denn? Boah, seht euch das an. Also von da drüben sind wir doch gekommen. Ist das nicht unser Haus dort? Eh klar, oder? Da kann mich auch täuschen. Na. Na, ich würde nichts sagen, aber die sind ja ganz starke. Na. Okay, sie haben abgelassen. Ja. So, nochmal von vorne. Oje, wo geht es denn da hin? Ich glaube, da wohnen wir, oder? Wir haben eindeutig die falsche Bude. Ein Fernkampfstab. Dann ging er mal her. Und dann den gegen den. Den da mal löschen. Fern, fern, nahe. Egal, die Sensen habe ich auch noch nicht probiert gehabt. Also die Sense, ne? Okay. Boah, ist das schön.
will keine Munition. Der braucht auch eine Muni. Okay, das kann man zerstören. Bitte ich etwas nicht? Da bekomme ich Steine raus. Manche Türen sind verriegelt. Betätige den richtigen Schalter, um sie zu öffnen. Okay, das haben wir ja gemacht. Da kann ich mich runterstürzen, wenn ich möchte. Tolle Wurst. Das war jetzt aber eine schlechte Idee. Wenn ich mal denke, wie hoch dass ich da bin. So, lass mich da wieder rein, bitte. Geht das? Nee. Echt schade. Oh na, zum Glück da. Okay. Ja, gehen wir wieder. Ich finde hier nichts. Ich finde nichts. Dann wird es andere Sachen geben. Unten heulen die Wölfe. Entweder haben die einen Hunger und wollen mich fressen. Also das ist Lava, wir werden da sterben. Ja, da waren wir schon. Bringt irgendwie nichts. Wie es Grabstein. Ja, logisch, ich bin ja da abgenippelt. Der Standort ist oben. Wo bin ich abgenippelt?
hört man doch andauernd. Da ist doch eine Mechanik da hinten. Scheiße. Sagt man nicht, ich weiß, aber ist einmal ja so. Naja, vielleicht kann man da einer von euch weiterhelfen. Okay, da müssen wir einen Mechanismus aktivieren. So wie es aussieht. Oder wie soll ich da hochkommen? Komisch, komisch, komisch. Ich verstehe. Da muss ich mich rüberschwingen, aber ich hab das ja noch gar nicht, oder? Da fehlt mir noch was. Da habe ich irgendwas übersehen, vergessen. Ich weiß es nicht. Das hier sei, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Lasst euch nicht verarschen, kann ich nur sagen. Liken, abonnieren bitte nicht vergessen. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.